Jo, guten Abend Leute und willkommen zurück zu Replay Oldschool. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge Grand Theft Auto 5 News. Ihr habt ja sicherlich schon davon gehört, Rockstar Games hatte gestern brandneue Infos zu den exklusiven Inhalten für die PS4, Xbox One und PC-Version von GTA 5 rausgehauen. Exklusiv heißt hier in dem Fall, dass diese Inhalte nur für die neue GTA 5-Version gelten. Auf PS3 und Xbox 360 bekommt ihr die nicht. Rockstar Games begründet das mit der schwächeren Hardwareleistung der alten Konsolen. Auch exklusiv, weil viele der neuen Inhalte nur für die Umsteiger gelten, also für alle Zocker, die GTA 5 schon auf den alten Konsolen durchgezockt haben und jetzt auf die neue Version umsteigen. Rockstar hat im Newswire gemeint, dass jeder Inhalt an eine bestimmte Aktivität gekoppelt ist, wo ihr den Inhalt bekommen könnt, sodass ihr die neu gestaltete Spielwelt von GTA 5 auf eine, wie Rockstar sagt, neue und spannende Weise kennenlernt. Ein exklusiver Inhalt ist zum Beispiel das neue Dodo Wasserflugzeug. Ja, das kennen einige von euch sicherlich noch aus GTA San Andreas. Da war es der Skimmer, also die Wasserflugzeugversion vom Dodo. Hier auf dem ersten Screenshot schön in den Replay Oldschool Farben gehalten. Unter dem ersten Screen steht noch, dass es ein bisschen an Feuerkraft braucht, um dieses Flugzeug in die Finger zu bekommen. Wie gesagt, die neuen Inhalte sind an bestimmte Events und die damit verbundenen Herausforderungen verknüpft. Vielleicht steht der Dodo ja vor der Yacht und ihr müsst ihn klauen, während euch die Gangster von der Yacht aus beschießen zum Beispiel. Die Yacht da ist übrigens die Dignity, da musstet ihr mit Michael im Story-Modus seine Tochter Tracy retten. Der Besitzer ist der Pornodarsteller Blake. Im alten GTA 5 war die Yacht wie gesagt nur im Story-Modus zu sehen. Wegen der größeren Hardware-Power der Next Gen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir die Yacht auch im freien Modus erkunden können. Hoffentlich. Mein Fazit zum Dodo? Endlich mal ein gescheites Wasserflugzeug in GTA 5. Auf dem zweiten Screenshot seht ihr den neuen Impound Dukes O'Death. Den Dukes, der auf dem Dodge Charger aus den 70ern basiert, den kennt ihr noch aus GTA 4. Und jetzt gibt's den auch endlich wieder in Teil 5, allerdings in der O'Death Version. Rockstar hat hier ganz klar zu viel Death Race oder Mad Max geschaut, weil die Karre von oben bis unten gepanzert ist. Vorne mit einem Kuhfänger wie der von manchen Polizeiautos und gepanzerten Seitenscheiben wie die vom Polizeivan, dazu noch einen saftigen Ansaugtrichter und Scheinwerfer wie die von Trevor's Body. Die Reifen sind garantiert auch kugelsicher. Der steht bestimmt irgendwo im Lost Gang Gebiet und wird schwer bewacht. Neue Story-Inhalte sind auch dabei. Ihr könnt in der neuen Version nämlich einen Mordfall mit Mike lösen, indem ihr bestimmten Hinweisen folgt. Auf dem GTA 5 Werbeposter ist dazu der Filmproduzent Solomon Richard zu sehen. Von dem bekommt ihr sicherlich dann den Auftrag. Wenn ihr den Mordfall gelöst habt, bekommt ihr zwei Film-Noir-Filter, also Schwarz-Weiß-Filter für eure Snapmatic-Fotos und sogar für den Story-Modus. Auch noch exklusiv sind die zwei neuen Waffen. Einmal das Kriegsbeil und dann noch die neue Railgun, die Hochenergiestrahlen verschießt. Einige haben sich ja schon deswegen aufgeregt, dass GTA 5 damit immer mehr in Richtung Schwachsinn à la Saints Row abrutscht, aber ich finde die Railgun zum Alien- und Verschwörungsthema vom Spiel ganz passend. Ich meine, hey, den Space Dogger gibt's doch auch. Zur Railgun soll es auch noch neue Schießstand-Herausforderungen bei Emination geben. Mit Franklin könnt ihr euch an eine neue Wildtier-Foto-Herausforderung ranwagen. Da müsst ihr alle neuen Tiere der neuen Version fotografieren und wenn ihr die erfolgreich abschließt, bekommt ihr am Ende das neue Kraken-U-Boot. Das sieht im Vergleich zum alten U-Boot ziemlich futuristisch aus, hat was vom Raumschiff oder von dem Kopf von einer Krake. Stockcar-Rennen sind auch neu am Start. Hier könnt ihr neue Muscle-Cars gewinnen. Insgesamt solltet ihr 4 neue Stockcar-Lackierungen freischalten können. Auf dem Screenshot seht ihr neben dem Stockcar-Gauntlet auch noch einen komplett neuen Muscle-Car. Ja, der gelbe Stallion. Den gab es zuletzt in GTA 4 und der basiert auf dem Oldsmobile Cutlass aus den 60ern. In der City findet ihr jetzt sogenannte Affenmosaike, also Graffitis mit Affenmotiven von einem Straßenkünstler. Und wenn ihr alle gefunden habt, gibt es als Belohnung neue Affen-Outfits. Die sind übrigens nicht Next-Gen-exklusiv und gelten für alle GTA-Spieler. Und noch den Dinker Blister Compact im Gogo Space Monkey Look gibt's dazu, wenn ihr diese Affen-Mosaik-Challenge abgeschlossen habt. Gogo Space Monkey war übrigens ein Minispiel in GTA San Andreas. Dann gibt's noch ein schnelleres und wendigeres Luftschiff im Xero Gas oder Xero Gas Design und den brandneuen Monster Truck Cheval Marshall. Das ist sowas wie der Cheval Picador, bloß eben als Monster Truck. Außerdem gibt es, und hier zitiere ich mal Rockstar Games, außerdem gibt es eine Fülle neuer Inhalte für alle Spieler, neue und bestehende, unter anderem eine ganze Flotte klassischer GTA-Fahrzeuge und einige andere Überraschungen, die wir geplant haben und die ihr am Tag der Veröffentlichung selbst entdecken müsst. Tjo, und es wird noch der Vorbestellerbonus von 1 Million GTA-Dollar erwähnt, wie gesagt 500k für den Story-Modus und 500k für den Online-Modus. Am Ende der News ist Rockstar Games noch etwas auf die Fragen von Usern eingegangen. Zum Beispiel hatte hier jemand gefragt, ob man die Inhalte der Collectors und Special Edition, also zum Beispiel die Ballpump-Shotgun, den Hammer, Stuntflugzeugprüfungen und so weiter, auch in der neuen Version nutzen kann. Rockstar Games sagt, ja, könnt ihr. Und außerdem soll es die Sachen jetzt auch in der neuen Version gegen GTA-Dollar zu kaufen geben. Also für alle, die jetzt nicht die Special Edition oder die Collectors Edition besitzen. Eine weitere Frage, ob man den Charakter und seinen Spielfortschritt nur einmal übertragen kann und ob ihr danach trotzdem noch auf der PS3 und Xbox 360 weiterzocken könnt. Ja, der Charakter kann nur einmal transferiert werden und ihr könnt danach trotzdem aber noch mit ihm auf den alten Konsolen zocken. Nur werden eben eure Fortschritte dann halt nicht mit der neuen Version synchronisiert.
PC-Spieler erhalten natürlich auch die neuen exklusiven Inhalte wie den Dodo oder den Dukes. Die neuen Inhalte für bestehende Spieler, also bis auf die Affenkostüme, werden nicht für die alten Konsolen erscheinen, aber Updates wird es trotzdem weiterhin für alle GTA 5 Versionen geben. Von euch erstellte Jobs werden auch auf die neuen Konsolen übertragen, aber keine Ranglisten, Snapmatic-Fotos, Spiellisten und auch keine markierten Jobs. Die 30 Spieler gelten übrigens nicht nur für den freien Modus, sondern natürlich auch für Deathmatches und Rennen. Insgesamt finde ich es richtig klasse, dass Rockstar Games so viele exklusive Neuerungen für die bestehenden Spieler eingebaut hat, weil es ja sonst doch ein bisschen langweilig geworden wäre für die Leute, die wie ich zum Beispiel GTA 5 fast in- und auswendig kennen. Am meisten freue ich mich übrigens auf den Mordfall mit Michael im LA Noir-Stil, den Dukes und den neuen Monster Truck natürlich. Das sind zumindest die Sachen, die ich zuerst ausprobieren werde. Mit der Railgun wird es aber auch sicherlich ziemlich lustig in Deathmatches. Leute, das war's schon wieder mit der News. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und wie immer, ihr haut rein und ich bin raus.